Hier sind die Frauen am Brunnen, heute im September 2020. Und wir möchten über den Brunnen sprechen, die Bedeutung des Brunnens. Wir haben dieses monatliche Gesprächsrunde gegründet, weil früher mal die Frauen ja zum Wasserholen gegangen sind am Brunnen. Und da hatten sie die Gelegenheit zu plauschen miteinander. Und also haben wir jetzt die virtuellen Frauen am Brunnen. Und das läuft schon seit 4 Jahren oder so, dass wir uns treffen. Und das ist wunderbar. Und heute wollen wir mal erfahren, was das so mit dem Brunnen an sich auf sich hat. Ja, wir fangen mal an mit einem Check-in. Ich bin die Heidi in Italien und liebe und dass diese ganzen Gespräche und freue mich, dass ihr so konstant immer wieder dabei seid und mitmacht. Denn allein kann man ja sowas sich nicht ausdenken, aber zu vielen kann man zu neuen Ergebnissen und Erkenntnissen kommen und das ist wunderbar. Und ich gebe erstmal weiter an Annalisa, die heute neu dabei ist und dann kannst du weitergeben an die Nächsten, wenn du fertig bist. Okay. Ja, ich bin Annalisa aus München und die Anna hat mir sehr vorgeschwärmt von dem Brunnentreffen und jetzt bin ich heute einfach mal als Gast reingeschneit und ganz neugierig und auch vor allem neugierig, was die Anna mit erzählen wird. Genau, ich war noch nie in einem Frauenkreis, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und es hat Klick gemacht und deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt da bin. Magst du weitergeben? Und ich gehe weiter an die Anna. An die Anna? An mich? Ja. Okay. Ist mein Kopfhörer. Mein Mikrofon ist an. Also ich bin die Anna aus in der Nähe von München und ich kam auf die Idee, nachdem ich mich mit dem I Ching beschäftige, Mensch, es gibt ja ein Hexagramm, das heißt der Brunnen. Und dann habe ich angeboten, dass ich ein bisschen was darüber erzähle, über die Bedeutung und dass das unser Gesprächsanlass ist. Genau. Und ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, mir geht's gut. Es regnet, das ist schön. Ich komme von meiner Mutter und ja, ist gut gelaufen. Läuft nicht immer gut, ist gut gelaufen. Und ich freue mich auf die Runde jetzt hier und gebe weiter an Birgitta. Danke. Ich bedanke mich herzlich bei euch allen, dass ihr mir gewartet habt. Es war mir nicht klar, dass das immer derselbe Link ist. Ich werde mir den jetzt gut aufbewahren. Ich war nämlich eh schon pünktlich da, aber ich habe immer nichts gefunden. Ja. Und jetzt ist es etwas später geworden. Ich freue mich über das Thema, weil mir gefällt einfach der Name Frauen am Brunnen. Und ich habe da immer so biblische Assoziationen natürlich über die hebräische Arbeit, die ich mache. Und sonst habe ich Brunnen überhaupt gerne und freue mich, das von der Anna da was Spezielles dazu zu erfahren. Und hallo an alle, die da sind. Ich gebe weiter an die Martini. Hallo, ich bin aus Kritzendorf bei Wien. Und ich freue mich auch, heute Abend dabei sein zu können. Nicht ganz technisch in Ordnung, aber ich sehe euch, also diejenige, der spricht, kann ich sehen. Und ich hoffe, ihr seht mich. Ja, und ich freue mich auf diesen Abend. Ich gebe weiter an. Wer ist noch übrig geblieben? Ich sehe niemanden. Monika. Monika? Ich sehe niemanden. Also, Monia, okay. Ich sehe trotzdem, ja. Monia, Entschuldigung. Ja, Monia. Passt schon. Es ist wieder kalt in Wien geworden durch den Regen. Und wir haben sogar schon die Heizung aufgedreht im Bad, was natürlich ganz besonders köstlich ist. Und der Brunnen ist für mich bisher immer mit Wasser des Lebens verbunden gewesen. Und so ungefähr empfinde ich unsere Brunnenfrauen auch, dass es immer etwas Nährendes hat, Stärkendes. Ja. Somit gebe ich zurück an die Heidi oder an die Anna gleich. Ich würde sagen, gleich rüber zu Anna. Du wirst uns jetzt ein bisschen was erzählen.
über das, was du gefunden hast und weißt und womit du dich beschäftigst. Und dann werden wir in einen Dialog darüber gehen, nicht? Genau. Okay. Also ein paar von euch wissen ja meine Leidenschaft für das Human Design und die Gene Keys. Aber die, die es nicht wissen, für die mag ich vorweg einfach sagen, wie komme ich auf die Idee eben zum Hexagramm 48, der eben der Brunnen genannt wird, was zu sagen. Der Ausgangspunkt ist eben das I Ching. Und das I Ching ist eben ganz stark mit dem traditionellen chinesischen, mit der Tradition, sagen wir, der spirituellen Tradition, aber auch der Staatsverfassung in ganz vielen Jahren die Basis der Staatsverfassung gewesen und die spirituelle Grundlage beruht auf dem, oder umgekehrt im I Ching ist der Taoismus mit enthalten. Ich weiß nicht, was Henne und Ei ist, aber auf jeden Fall ist mein Ausgangspunkt dieser Satz, dass das eine, was man nicht nennen kann, das Tao ist. Und wenn man es nennen könnte, wäre es nicht das Tao. Aus dem Tao entstehen eben die zwei Dinge, nämlich Yin und Yang, als Grundarchetypen, die im Prinzip das Ganze ergeben. Und aus den zwei Dingen entsteht das Dritte, das Neue. Und aus den drei Dingen entstehen die 10.000 Dinge, die die Welt letztendlich ausmachen. Und das I Ching ist eine 64er binäre Matrix, nämlich das, was in den Computern eben verwendet wird, 0 und 1. Also aus Yin und Yang entsteht sozusagen die Welt, die Energie, die zwischen Yin und Yang, zwischen den beiden Polen fließt, das macht das Leben aus. Es ist also keine Dualität, sondern eine Polarität beschrieben. Und letztendlich ist die These, dass das, was hinter der Kosmologie steckt, der chinesischen, aber eben auch in der neuen Synthese des Human Design und der Gene Keys, dass diese 64er Matrix letztendlich das Funktionieren, die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos beschreiben und also auf der größeren Ebene die Mechanismen der Selbstorganisation des Kosmos, der fraktalen Muster, aber eben auch Archetypen, Bewusstseinsarchetypen beschreiben. Und das alles in dieser 64er Matrix. Und im Prinzip ist eben die Grundlage für diese 64 Archetypen eine Parallelität auf allen Ebenen, beginnend von der körperlichen Ebene, nämlich die DNA. Das, was alle Menschen verbindet, ist die DNA, was alle Lebewesen auf der Erde verbindet. Alle Lebewesen auf dieser Erde haben eine DNA und das der Aufbau der Aminosäuren besteht eben in diesen 64 Anleitungen, in diesen Beschreibungen der Basenpaare. Also es gibt Thesen, dass die Chinesen letztendlich diese Grundmechanismen auf welche Weise auch immer gekannt haben. Okay, und die Grundlage, die ich jetzt beschreibe, ist weniger auf der körperlichen Ebene zu sehen, sondern es wird als 64 Archetypen, Bewusstseinsarchetypen, wird es beschrieben als Archetypen einer bestimmten Idee. Also es gibt weibliche Archetypen, männliche, es gibt Krieger, Kriegerin, es gibt eben die Magierin, die wilde Frau, den liebenden Vater, Mutter. Und die These der Gene Keys lautet, es gibt diese 64 Bewusstseinsarchetypen, so im Prinzip Buchstaben des Lebens. Und der Gene Key 48 und auch das Hexagramm 48 beschreibt einen bestimmten Bewusstseinsarchetyp. Auf der einen Seite, der in verschiedenen Ausdrucksformen
gelebt werden kann. Und gleichzeitig im Human Design ist er beschrieben als ein Teil des kollektiven Schaltkreises. Und jetzt komme ich eben zum Brunnen und habe nachgeschaut, im I Ching ist tatsächlich auch der Sinn des Zeichens Brunnen ein kollektiver. Ihr habt das schon angesprochen mit diesem Phänomen, dass da Frauen zusammenkommen, dass dort gesprochen wird. Es geht also tatsächlich um Gemeinschaft und es geht darüber hinaus. Im alten I Ching steht der Brunnen für die Ernährung des Volkes, also im Prinzip fürs Funktionieren des Kollektivs, die Wasserversorgung, also in der Tiefe des Brunnens und verallgemeinert über die Ernährung und die Wasserversorgung hinaus für das gesamte Funktionieren und Überleben eines Kollektivs, eines Staates, einer Gesellschaft. Und das ist, war ich wirklich erstaunt, dass auch im Human Design es tatsächlich im kollektiven Schaltkreis ist und gemeint ist damit, nämlich, dass über das Phänomen der Korrektur und der Entdeckung von Problemen und der Sorge für die Zukunft, für die gute Zukunft, für das Überleben eines Kollektivs, braucht es eben bestimmte Mechanismen, die zu verstehen sind, damit man für eine gute Zukunft sorgen kann. Und der Text, ein Text in dem Human Design I Ching lautet: die hochwertige und nötige Grundlage, welche die Voraussetzung für die Errichtung des Gemeinwohls darstellt. Also die Idee ist, im Brunnen, im Ansammeln von Wissen, von Verstehen, wie die Mechanismen sind, die der Gesellschaft dazu dienen, dass sie überleben kann, dass Probleme und die Mechanismen erkannt werden und Ideen gesammelt werden, wie kann für eine gute Zukunft gesorgt werden. Das ist die Grundidee, die hinter dem Brunnen steckt. Das ist der eine Aspekt, der vom Human Design herkommt. Also die Grundlage, Probleme und Mechanismen des Funktionierens zu verstehen. Und wenn man sie versteht, dann kann man so nach und nach Lösungen entwickeln. Der zweite Aspekt kommt von den Gene Keys, Genschlüssel. Das ist die Weiterentwicklung des Human Designs. Richard Rudd, der ja auch ursprünglich ein Schüler des Human Designs war, hat die integrale Version weiterentwickelt, eigentlich eine mystische, viel stärker betonte mystische und integrale Weiterentwicklung. Und der fokussiert bei diesem Hexagramm, oder er nennt es eben Genschlüssel, also was ist der Genius dieses Archetyps, aber auch die Genetik, weil eben diese Parallelität zur DNA besteht. Und er unterscheidet drei Frequenzen, wie eine Qualität eines Hexagramms, eines Archetyps zum Ausdruck kommen kann. Und er unterscheidet drei Frequenzbänder. Das ist natürlich angenähert an Hawkins, diese Ebenen, Bewusstseinsebenen. Und er hat das halt eingedampft auf die drei, nämlich den Schatten, die Gabe und das Siddhi. Also Siddhi wird mit 2D geschrieben, dieser Begriff aus dem Sanskrit, der ausdrücken soll, die höchste Qualität, die perfekte Form, die göttliche Qualität, also die höchste. Und der Schatten dieses Hexagramms oder dieses Genschlüssels, der wird Unzulänglichkeit genannt, also eine grundlegende Unsicherheit über die Zukunft. Und er unterscheidet 2 Ausdrucksmöglichkeiten, einmal eine repressive und einmal also die unterdrückende Version und einmal eben das nach außen projizieren dieser Qualität. Und er unterscheidet also diese Unzulänglichkeit, entweder sich der Angst überlassen, den Kopf in den Sand stecken oder eben reaktiv, skrupellos die Angst nach außen projizieren und auch manipulieren mit Angst. Und ich habe halt 3 Möglichkeiten
jetzt für uns, der Bezug zu uns, nämlich dieses Phänomen, kennen wir Unzulänglichkeit, wie erleben wir Unzulänglichkeit? Vor allen Dingen habe ich eine Neigung dazu, mich dieser Angst zu überlassen oder projiziere ich sie nach außen? Also gibt es drei Möglichkeiten für mich. Ich bin ein Niemand, ich habe nicht die Kontrolle. Oder eine Möglichkeit, ich habe tiefes Vertrauen ins Leben. Oder ich bin sicher, dass ich unsicher bin. Und in der Gabenfrequenz ist es das Tor der Lösungen, dieses Hexagramm oder diese Bewusstseinsqualität, wenn sie sprechen könnte, würde sie sagen, ich habe eine Lösung, ich habe Lösungsvorschläge, ich weiß, was Aufmerksamkeit verdient, weil das Kollektiv entscheidet ja darüber, was wirklich Aufmerksamkeit und Finanzen und vor allen Dingen das Umsetzen verdient. Ist es brauchbar oder nicht? Und Tiefe braucht Zeit. Tiefe, also wir brauchen Geduld. Dieser Brunnen steht für ein Sammelbecken von Lösungen. Nämlich eben Reformvorschläge möglicher Lösungen sammeln. Also nach der Diagnose, was ist nicht okay, nach der Diagnose fürs Ganze, sind Therapie oder Lösungsmöglichkeiten für eine gute Zukunft möglich. Und dazu braucht es Talent, dazu braucht es im Prinzip eben Weisheit, nämlich die Erkenntnis 1, Wissen. Es braucht Wissen und es braucht darüber hinaus eben Weisheit. Und Wissen ist nicht Weisheit. Weisheit muss gefragt, muss eingeladen werden. Die Gabe wird beschrieben, also nach diesem Unzulänglichkeit als Schatten ist die Gabe der Einfallsreichtum und der Siddhi ist die Weisheit. Ja, ich glaube schon, das war das Wesentliche, dass wir darüber sprechen können, zu diesen drei Frequenzbändern, Unzulänglichkeit, Einfallsreichtum, zu wissen, die Lösung kommt zur rechten Zeit, die Angst wahrnehmen, ich bin unzulänglich und da sein lassen und sich damit aber dann in den Dienst des Kollektivs der Ganzheit eben stellen und als drittes diese Weisheit nicht durch Wissen, sondern letztendlich durch das Bekenntnis von Vertrauen und letztendlich von diese Akzeptanz von Unwissenheit. Also Weisheit wurzelt darin, nicht zu wissen, geht über dieses Wissen hinaus. Ja, das würde ich sagen, genügt, bilde ich mal ein, für eine Gesprächsgrundlage. Ja, danke, Anna. Ich denke, wir sollten erst mal so am Anfang anfangen und dann in deine Punkte übergehen. Also was ich jetzt interessant fand, war das Bild des Brunnens als ein Zusammenfließen praktisch, Sammelbecken für Möglichkeiten oder von Wissen oder Ideen und sowas, das ist ein schönes Bild. Ja? Wir sehen ja bei Brunnen normalerweise immer Wasser eigentlich, nicht? Aber das kommt ja auch von verschiedenen Quellen wahrscheinlich oder von einigen, was sich dann sammelt in dem Brunnenbecken. Und dass man das dann übertragen kann auf die geistige Sphäre, ne? auf die Ideen. Das fand ich also sehr, sehr spannend. Ich würde dann sagen, jeder sagt mal seinen ersten Eindruck, den er davon hat, von dem, was hat euch da jetzt, was ist euch aufgefallen oder was hat euch angesprungen in dem, was die Anna gesagt hat und dann auch eventuell Fragen, wenn ihr habt und dann können wir von da aus weitergehen. Ja, ist lustig, hier ist die Birgitta, ist lustig, dass
dass der Adelheid auch dieses Sammelbecken der Lösungen oder der Ideen, da ist für mich lebendig geworden an der Stelle. Vorher konnte ich eigentlich nicht ganz, mir fehlen die Hintergründe, muss ich auch sagen. Ich habe versucht, jetzt da nebenbei ein bisschen I Ching zu googeln, das ist jetzt nicht mein Metier, jetzt kenne ich mich nicht so wirklich aus. Aber dieses mit den Mechanismen und so, das war mir jetzt nicht so eindrücklich. Aber eine Frage war noch, also wie kommen wir zu diesen Dreiheit von den Unsicherheiten und von der Weisheit, die auf Nichtwissen und Wissen beruht? Und das Dritte, wie das mit dem Ganzen zusammenhängt, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber es ist jedenfalls einmal ein interessanter Ansatz. Was mir jetzt bildlich noch eingefallen ist zum Brunnen, war, dass der Brunnen oft entweder mehr so eine Zisterne ist, ein Regenwasserbrunnen, wo sozusagen das Wasser vom Himmel gesammelt wird und dann den Menschen zur Verfügung steht. Oder es ist ein Grundwasserbrunnen oder eben ein Quellbrunnen, wo aus verborgenen Quellen in der Erde sich das Wasser sammelt. Beides irgendwie unzugängliche Bereiche, eins unter der Erde, eins über der Erde. Das verbindet sich für mich ein bisschen mit diesem Sammelbecken der Ideen. Soweit vielleicht, danke. Ja, mir ist klar geworden oder mir ist aufgefallen, dass der Brunnen ist ja zum einen eine vielleicht unerschöpfliche Quelle von Wasser in guten Zeiten und in trockenen Jahren kann es auch sein, dass es unzulänglich ist, also dass das Wasser nicht reicht oder keine gute Qualität hat. Und der Blick darauf, gucke ich optimistisch oder gucke ich pessimistisch auf den Brunnen, macht einen entscheidenden Unterschied. Also habe ich vorher schon die Angst, dass es nicht reichen könnte oder dass die Qualität schlecht ist, dann bin ich eben in diesem Schatten drin. Und aus der Unzulänglichkeit rauszukommen in den Einfallsreichtum, in den Quell von sprudelnden Ideen, sagt man ja schon so. Es ist wirklich wunderbar, wie die deutsche Sprache das schon wieder gibt, den Quell oder das Sprudeln. Und wenn es dann unendlich sprudelt sozusagen, dann sprudelt die Weisheit aus dem Brunnen. Das finde ich sehr schön, diese Bilder. Soweit für jetzt. Danke, jetzt will ich erstmal Ramona begrüßen. Schön, dass du auch gekommen bist. Einen schönen Abend euch allen zusammen. Du hast jetzt leider die Einführung verpasst, aber irgendwie wird dir schon was dazu einfallen. Lass mal erstmal die anderen reden hier. Ja, also für mich sind als Bilder aufgetaucht, dass wir die technische Möglichkeit als Fassung für unseren Bewusstseinsbrunnen hier kreiert haben. Das wäre also ohne die Technik nicht möglich gewesen. Das ist also das Sammelbecken. Und dass jede von uns eine Bewusstseinsfrequenz hat, sagen wir es mal so, die sie authentisch einbringt. Und auf die Weise, indem wir auch unsere Unwissenheit akzeptieren, ja, werden wir allmählich gescheit. Also das ist mir jetzt bei deinem Input aufgefallen. Mich würde natürlich vor allem der Bereich, die Frequenz, das Wort Frequenz sehr gut, die Frequenz des Tor der Lösungen interessieren. Also, dass wir uns nicht in unseren Unzulänglichkeiten suhlen, sondern einmal losgehen auf die Lösungen, die aus unserem Kollektiv entstehen können. Ja, soweit ist es mir, was mir eingefallen ist.
Darf ich jetzt etwas sagen? Ja, natürlich. Und zwar, ich würde gerne eingehen auf die, das Tor der Lösungen aus der Gruppe her. Ich sehe es als, dass es unter die Gänsehaut geht. Also ich bin angetan und dann muss ich zu der biblischen Stelle zurückkommen. Die Samariterin war sehr angetan und hat vor Ort, also sie war offen und empfänglich für was Jesus ihr eigentlich sagen wollte. Ja, dass die Quelle in ihr zu sprudeln anfängt. Und ich, das ist kurz, was ich dazu erwähnen kann, zu Monia, ihr Antwort und zu den anderen, auch zu der Einführung. Ja, ich sehe den Schatten, wenn man das nicht in sich selber spürt. Ja, wenn man das, Heidi hat einmal gesagt, den Schatten ist, wenn man etwas nicht sehen kann. Und wir suchen immer alles außerhalb uns. Und ich denke, das ist eine fantastische Sache, was du zusammengeführt hast über Schattengaben und ein Sammelbecken von Lösungen. Und ich glaube, dass das Sprudeln in der Quelle, dass das zu tun hat mit unsere Verstrickungen in Formen, dass wir, ja, ich weiß eigentlich nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Also das ist mein Teil bis jetzt, was ich beitrage. Danke. Wir hören nichts oder hört ihr was? Ich gebe jetzt weiter an dir, Ramona. Es ist nur das Bild zu langsam. Mhm. Jetzt redet sie weiter und jetzt. Nee, das Bild hier ist, es ist ein Disconnect zwischen Bild und. Sie ist aber fertig. Du kannst jetzt weitermachen, Ramona. Ich bin, glaube ich, noch nicht ganz im Thema. Ich wollte bloß sagen, dass ich überhaupt nichts verstehe und war so irritiert, dass ihr alle so brav zuhört und ich dachte, ich höre nichts. Nee, das ist okay. Lass mal lieber mal Marie-Rose ran. Ja. Also ich kann nicht wirklich andocken an das, was du, Anna, erzählt hast und an, es kommt mir so unglaublich konstruiert vor. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt einfach nicht da wirklich andocken. Für mich ist Brunnen ganz anders besetzt. Brunnen ist als Lebensquelle besetzt. Ne? Auch, es hat auch in unseren Gegenden hat es viele Ortschaften gegeben, wo der Brunnen in der Mitte des Ortes stand und die Leute da Wasser geholt haben. Da denke ich an die Eifel, wo ich ja ganz nah dran wohne. Und wir am im letzten Jahr 2019 zum Erdfest über Wasser gemacht hatten und ich dabei Fotos von gemacht habe in allen Ortschaften, in denen ich da Brunnen gesehen hatte. Und das hat mich so in einen ganz anderen Kontakt mit Brunnen geführt. Ne? In der Eifel sind die Brunnen auch, das sind immer Mineralwasserquellen, die da gefasst werden in Brunnen. Manchmal sind sie sprudelnd hoch. Manchmal haben sie ganz viel Eisen, manchmal haben sie weniger. Also die haben eben unterschiedliche Mineralstoffe und werden zum Teil eben auch deswegen heilend eingesetzt. Also das sind so die ganzen Verbindungen, die ich mit Brunnen habe, ja. Und wir hatten dann auf dem Erdfest ganz unterschiedliche Brunnenwasser da auch zum Probieren.
gebracht und die schmecken zum Teil halt metallisch und ja, Brunnen. Und ich sehe dann auch noch Brunnen, wenn ich Brunnen so sage, dann sehe ich auch gleich die Märchen, in denen es Brunnen gegeben hat und die auch unterschiedliche Funktionen haben. Das sind so die Assoziationen, die ich habe, ne? Wenn ich dann, wie heißt dieses Hauptmärchen mit dem Brunnen? Froschkönig? Peschmarie. Goldmarie. Goldmarie und Peschmarie. Goldmarie, die springen in den Brunnen. Und Peschmarie, die in den Brunnen gesprungen sind, ja. Wo der Brunnen also... Frau Holle, ja. Wo der Brunnen so ein Transformationsort war. Und auch so ein Test, so ein Ort des Tests. Gut, das ist nochmal was ganz anderes. Aber wie gesagt, Brunnen ist für mich als erstes erst einmal Leben. Leben. Das bringt Leben, Wasser des Lebens. Und Wasser ist extrem wichtig, ist für uns Menschen. Ja, das sind meine Assoziationen zu Brunnen. Darf ich kurz was erzählen, weil sonst ist es weg. Das, was jetzt Marie-Rose gesagt hat, ich finde, sind alles eigentlich Ausdrücke von Lösungen. Ich habe gedacht, wenn du sagst, die verschiedenen Heilwasser, die für verschiedene Krankheiten sind, das ist praktisch nur auf einer anderen Ebene, was die Anna sagte. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dass man das auch so sehen kann, ja? Dass im Brunnen Lösungen sind, ja auch fürs Überleben, für alle möglichen Sachen. Und das fand ich irgendwie klasse. Die anderen drei Begriffe dann, das habe ich auch noch nicht so richtig mitgekriegt. Aber vielleicht kommt es noch. Anna, Entschuldigung, aber sonst hätte ich das vergessen. Mach du ruhig jetzt weiter. Danke. Du hast es ja jetzt gerade gesagt, auf verschiedenen Ebenen, dass so ein Archetyp wie der des Brunnens auf individueller Ebene angeschaut wird. Aber was mich so fasziniert hat, war eben diese Bestätigung, dass es um gesellschaftliche Probleme geht. Und dass sich das durchzieht über die 3000 Jahre I Ching. Dass es um das Kollektive geht, um diese kollektiven Lösungen. Dass da der Fokus drauf liegt und dass es darum geht, etwas Gemeinsames zu finden in der Tiefe des Brunnens. Also es gibt einfach auf beiden Ebenen diese Suche nach Lösungen. Einmal auf der individuellen Ebene in der Tiefe und einmal auf der kollektiven Ebene. Und zu den drei Frequenzen kann ich allgemein einfach sagen, die These ist, und ich glaube, die können wir teilen, dass letztendlich immer der Schatten geboren ist aus der Angst, aus den Überlebensmechanismen, aus der Angst eben, die geboren sind vor einer Zukunft, die uns bedroht. Und wenn wir diese Angst zu uns nehmen und sie transformieren können, ins Vertrauen gehen, dann kann sich sowas wie die Gabe daraus entfalten. Und die Gabe wird eben genannt als die, was habe ich gesagt, Vielfalt, die Vielfalt der Lösungen. Da war jetzt irgendein Ausdruck, muss ich mal gucken, wie habe ich das genannt? Einfallsreichtum? Die Einfallsreichtum, genau. Das war eben die Gabe und das Siddhi ist eben die höchste Möglichkeit, die diese Perfektion, nämlich die Weisheit, die übers Wissen hinausgeht, die über diesen Einfallsreichtum, über die ideale Lösung hinausgeht, die eben das Gesamte im Blick hat. Da finde ich, bei dem Thema Weisheit haben wir auch wieder beides. Die Weisheit kann die Weisheit einer Frau, eines Menschen sein, aber das kann die Weisheit von kollektiven Führern sein, der eben aus dieser Tiefe des Brunnens die Lösungen gefunden und genommen hat, die eben fürs Gesamte am besten dienen. Was mir jetzt noch auffällt, ist, dass für mich Brunnen eigentlich immer weiblich besetzt war. Es war also immer in Verbindung mit dem Weiblichen. Und Männer am Brunnen, gibt es das in irgendwelchen Kulturen, dass Männer auch am Brunnen sitzen? Am Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Lindenbaum, ja. Da saß er aber nur und hat getrauert und so weiter, hat aber nicht das Wasser geschöpft, nicht? Es sind die Frauen gewesen, die das Wasser geschöpft haben. Ja, finde ich einen guten Hinweis.
Also an Einfallsreichtum und Schöpfen kann ich gut anschließen. Das geht mit mir in Resonanz. Und heute ist es ja noch immer so in den Ländern wie Afrika, da gehen die Frauen zum Brunnen und die Kinder, aber nicht die Männer. Aber es ist der Brunnen, gell? Obwohl es gibt zwar die Quelle, aber der Brunnen. Und das bringt mich in Verbindung mit dem, was die Monja gesagt hat, dass sozusagen unser Brunnen von uns da jetzt diese Technik ist, dass wir uns da in diesem Brunnen treffen können. Das passt mir jetzt zu dem der dazu. Ja, auch die Sonne, ja, die männliche Anbindung an den Himmel, der Artikel die und der Mond, die weibliche Anbindung, ja, wir sind ja eigentlich, das ist ja sprachlich irgendwie auch ein Kuddelmuddel. Ja, im Französischen ist das umgekehrt, le soleil et la lune. Auch im Italienischen. Es ist nur im Deutschen so und Englisch ist es auch nicht so, also... Im Englischen ist es the well. Ich weiß nicht, was es auf Chinesisch ist. Also im Deutschen haben wir offensichtlich kollektiv von der Sprache her ein paar Probleme mit der Zuordnung mancher Geschlechtlichkeiten. Fällt mir nur jetzt so dazu ein. Ist nicht sehr ernst gemeint. Ja. Womit wollen wir uns jetzt beschäftigen? Mit den Lösungen oder wollen wir mit der Unwissenheit gleich auf die Frequenz gehen, die Akzeptanz der Unwissenheit hat mir gut gefallen. Ja. Und die Weisheit, die daraus entspricht, fällt mir auch gut. Also die Weisheit, die übers Wissen hinausgeht. Also mich hat das fasziniert, auch von der Unzulänglichkeit in die Weisheit. Wie steht die Unzulänglichkeit jetzt zu diesen Brunnenbildern? Das habe ich noch nicht, klar. Diese Bewusstseinsqualität, also ich habe diese drei Begriffe sind nicht von mir, sondern aus den Genschlüsseln oder den Gene Keys gibt es für jeden dieser 64 Archetypen, gibt es Worte, Schlüsselworte, Keywords für diese drei Frequenzen. Und für diesen Gene Key 48 sind die drei Keywords diese Unzulänglichkeit, der Einfallsreichtum und Weisheit. Du hast von Frequenzbändern gesprochen. Heißt das also, das ist die niedrigste Frequenz, die Angst vor etwas, also die Unzulänglichkeit. Und da sind wir wieder, das haben wir schon einmal auch besprochen, wie wir unsere Frequenz heben. Also wie wir, und das macht für mich da schon Sinn, aber ich habe also so das Bild, wenn eine Frau zum Brunnen geht, ist sie bereits in einer offenen Frequenz. Und diese Offenheit, also auch wenn wir hier zum Brunnen kommen, diese Offenheit ermöglicht uns dann, und auch das mit den anderen in Resonanz gehen, ermöglicht uns ein Wissen, das wir vorher nicht hatten. Dass unsere Gefäße gefüllt werden. In der Bibel gibt es mehrere Stellen, wo, mir fällt jetzt glaube ich ein, wo ein Mann zum Brunnen kommt und dann die Frau nach Wasser fragt und die Frau gibt ihm das Wasser. Also da kommt auch der Mann mit der offenen oder suchenden Haltung. Zum Teil sucht er ja auch die Frau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ist die Rebecca oder eine von diesen von den ganz alten Müttern, die er am Brunnen getroffen hat und die ihm das Wasser gereicht hat. Und dadurch ist er dann hat er sie kennengelernt in Wirklichkeit. Also da kommen auch die Männer mit der offenen Haltung hin manchmal. Also ich erinnere mich, es gibt eine Aussage von Ken Wilber im integralen Feld, dass wenn sozusagen die ersten sechs, wenn wir die Spiral Dynamics nehmen und wenn wir vom grünen Mem in die nächste Oktave sozusagen gehen, dann ist es nicht nur die Möglichkeit zurückzuschauen in die Unzulänglichkeit, sondern dass wir auch die Angst, dass es sowas wie die Angst nicht mehr gibt, diese übergrundlegende Überlebensangst. Und das ist letztendlich dieselbe Aussage, dass wir in dieser Gabenfrequenz ins Vertrauen gehen, dass wir diese Angst transformiert haben. Sowohl individuell als auch gesellschaftlich.
Und das ist jetzt ein Frequenzbereich des Brunnens. Das ist das, was der Brunnen uns spendet. Angabe. Okay. Der Einfallsreichtum. Und dann auch dann letztendlich die Angstfreiheit, weil wir das überwunden haben, wenn wir in die nächste Stufe kommen. Interessant. Ich glaube auch ein Mensch, der sein Einfallsreichtum lebt und der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, sozusagen als Geschenk, ist wiederum ein Quell von Inspiration, also auch so rum. Ich muss nicht nur schöpfen aus dem Brunnen, ich kann auch durch meine unendlichen Gaben oder meine besonderen Gaben ein Geschenk sein, woraus andere wieder schöpfen können. Und wir alleine schaffen ja eigentlich nichts, also wir können immer nur unseren Teil dazu tun, aber gerade in dieser hochkomplexen Welt heutzutage ist man ja immer darauf angewiesen, bin ich immer darauf angewiesen, dass andere mit mir zusammen etwas erschaffen. Also ich alleine schaffe nichts, kann mein Schärflein dazu beitragen. Und das ist vielleicht auch, das ist vielleicht ein bisschen mutwillig, aber wenn ich meine Unzulänglichkeit als positiv sehe, als eine Erkenntnis, und da kommt man vielleicht dann schon in die Weisheit rein, zu sagen, alleine bin ich eben tatsächlich unzulänglich und ich brauche die anderen. Und gemeinsam aus den vielen kleinen Beiträgen entsteht dann etwas sehr viel Größeres, was dann wieder alle bereichert und beschenkt. Was ich jetzt gerade so schön fand, wie du sagtest, dass praktisch das Wasser, das du aufnimmst aus dem Brunnen, durch dich hindurchfließt und dann wieder zur Quelle wird für andere. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Danke. Ui. Ramona, man hört dich nicht. Jetzt? Erst Unzulänglichkeit, ich finde die Reihenfolge interessant. Weil erst wenn ich ja die Angst überwunden habe, ja, Angst blockiert, komme ich in die Freiheit des Denkens. Also eigentlich total logisch und irgendwie doch, ja, wie weise die schon vor 3000 Jahren waren, unglaublich. Und dass dann ja sozusagen aus der die Weisheit dann entsteht. Also das ist schon irre. Und ja, also ich finde das unglaublich, was man dann schöpfen kann. Und ob man nun Wasser schöpft, wie wir es aus den Märchen kennen, oder das Wissen, die Vielfalt, die Inspiration. Ich rede ja immer von Inspiration und Vielfalt. Also bei mir geht das total in Resonanz. Die Frage ist, sind die Menschen schon bereit, diesen Einfallsreichtum und dieses Quere zu verkraften? Also da habe ich immer das Gefühl, dass ich immer wieder an Grenzen stoße. Wenn ich da komme mit meiner ganzen geballten Ideenladung und Kreativität und dass ich eigentlich die Menschen eher immer überfordere. Also das ist für mich eigentlich so der nächste Schritt. Wie kriege ich den gebacken? Wie kriege ich es dann in die Welt? Also die Ideen habe ich ja schon, also, aber wie kriege ich sie in die Welt? Ich meine, ich bin ja Projektmanagerin, aber das alleine reicht an vielen Stellen noch nicht aus. Das braucht den Rahmen, dass es sich sozusagen in die Welt kommen kann. Und das würde ich jetzt spannend finden. Wie kriege ich es dann weiter? Du hast den Berliner Ausdruck nämlich angebacken. Wie kriege ich das gebacken? Gesagt. Und da ist mir dazu eingefallen, es gibt ja dieses Inanata, wo sie in die Unterwelt absteigt und dann kommt sie wieder herauf und wird durch das Wasser des Lebens und das Brot des Lebens genährt.
Das heißt, wir hier sind am Brunnen. Wir verfügen über Wasser des Lebens. Aber was ist für uns das Brot des Lebens? Ist das also das Materielle? Also wie du eben sagst, dass man es umsetzt schon in das Materiellere, Greifbare. Ich weiß nicht, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Das ist jetzt gerade aufgetaucht. Vielleicht als Ergänzung, das ist ja ein Teil eines viel größeren Prozesses. Also jetzt kann ich nochmal Bezug nehmen, da laufen vorher ja sowas wie die Diagnose, was ist nicht okay oder was muss gemacht werden, sowohl auf individueller Ebene als auch kollektiv. Und dann ist eben 48 der Brunnen, die Vielfalt der Ideen. Aber eben dann braucht es Kompetenz und Auswahl und genau was wird dann wirklich umgesetzt. Das Umsetzen ist dann nicht das Thema des Brunnens. Und Weisheit ist auch nicht das Thema des Umsetzens, sondern, also so ist es für mich, sondern eben dieses, schon der Blick von oben, das Gesamte im Blick haben, plus das, was ich beschrieben habe als die Akzeptanz, man kann eh nicht in die Zukunft schauen, man kann sowas mit Wissen allein sich nicht für eine Lösung entscheiden, sondern es braucht noch andere Dimensionen. Anna, sind die dann in den anderen Dingen? Zum Beispiel 18, also der jetzt vom Human Design ist vorher 18. Der heißt bei den Chinesen den Wurm sozusagen, da ist der Wurm drin. Also das, was kaputt ist, spoilt, das sozusagen entdecken, rausfinden, das ist vorher da. Und dann nach dieser Diagnose kommt eben die Vielfalt der Ideen, wie könnte man heilen oder etwas eben lösen als Problem. Und das ist das Spannende. Und dann kommt als nächstes erst die Umsetzung an der Kehle. Das ist ein Prozess. Mit I Ching kann ich leider nicht antworten, aber bei mir war dann zu Ramona ein bisschen so der Gedanke, einerseits ist mir eingefallen zum Thema Ideen und Bilder, hat, glaube ich, im Evolve von der Schönheit in der Zeitschrift, hat die Shelley Sachs irgend so etwas Ähnliches geschrieben, wie dass Bilder oder Bildwelten irgendwie direkt Wahrnehmungsorgane sind. Also man kann über die Bilder Dinge wahrnehmen, die man sonst vielleicht gar nicht so klar hat. Und das Gespräch ist für mich auch wieder so, das geht für mich auch in die Richtung, dass man durch diese wunderschöne Sammlung der Bilder einfach die Wahrnehmung erweitert. Und das Zweite, was ich sagen wollte, das war jetzt eben zu Ramona, dass vielleicht auf dem Weg zur Umsetzung, dass es einen Durst braucht, dass es Leute braucht, die an der und der Stelle jetzt einfach einen Durst haben. Und wo sie einen Durst haben, da kann der Brunnen total viel erreichen. Und wenn die jetzt gerade ordentlich viel Bier getrunken haben und Wasser und Wein, dann wollen die vielleicht gar keinen Brunnen sehen. Aber so dieses Gefühl dafür, wo ist der Durst, wo kann ich, da geht es weiter irgendwie so. Das ist mir dazu eingefallen. Im Prinzip passt es ja. Ich habe ja Durst, was auf die Schiene zu bringen. Da hast du ja völlig recht. Ich hätte es nicht Durst bezeichnet, aber im Prinzip ist das richtig. Da hast du völlig recht. Ich hab es aber auch in die andere Richtung gemeint, dass wenn man mit anderen Menschen was, weil es geht ja um die das Zusammenkommen, die Kommunikation, das weiter in die Welt bringen, da braucht es den Durst auch bei den anderen Menschen. Es braucht auf irgendeiner gewissen Ebene, wenn man den spürt, da kommt es dann wieder irgendwo ein Stück weiter. Wenn man halt jetzt gerade das Gefühl dafür auch hat, ja, dass da der Durst ist. Das muss man ja selber in sich auch wahrnehmen, dass man es überhaupt merkt, irgendwie, dass er da ist. Ja, da mag ich auch gerne anknüpfen, dass es ein Bedürfnis gibt und der Brunnen, der
Also einen Brunnen graben heißt ja tiefer dringen und das passt dann zu dem Wort Einfallsreichtum. Tiefer dringen, bis die ideale Lösung ist. Quelle der Inspiration, tiefere Ressourcen anzapfen. In die Richtung. Auch dieses tiefer dringen. Weil Brunnen müssen sehr tief gegraben werden. Ja, und es braucht das Bedürfnis, danach etwas aus der Tiefe herauszuholen. Gefällt mir gut, das Wort Bedürfnis mit dazu zu bringen. Ich habe mir noch gedacht, ob man nicht das Thema Weisheit, weil das ja wirklich die höchste Qualität ist und wir sind Frauen am Brunnen, ob wir nicht das Thema eben Weisheit und Weisheit, ihr habt es ja angesprochen, es braucht dieses Bedürfnis nach, es braucht den Durst und Weisheit darf man ja nicht aufdrängen, das muss ja eingeladen sein. Also es geht ja darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden und die Menschen eben, die durstig sind. Ja, so meine Frage eben, wie geht es euch oder wie geht es uns persönlich mit diesen drei Qualitäten? Ich habe noch eine Zwischenerwähnung. Wir sind ja hier in der Wisdom Factory. Wir fabrizieren ja Weisheit oder versuchen das zumindest so zu erschaffen und zu gestalten. Finde ich irgendwie lustig, ja. Und ich denke schon, das ist genau das, aus dem Durst heraus mehr zu erfahren und mehr zu und auch zusammenzukommen, ne? Dass daraus Weisheit entstehen kann. Und ich denke, wir haben schon einiges in den vergangenen Jahren zusammengeschaufelt oder zusammengetrunken oder hochgeholt aus dem Brunnen. Sehr schön, ja. So das Gefühl, die Weisheit und die Unzulänglichkeit liegen eigentlich sehr nahe beieinander. Zum einen muss man die eigene Unzulänglichkeit erstmal vollständig akzeptieren, bevor man weise werden kann. Und zum anderen ist die größte Weisheit ja auch zu wissen, dass man nicht wissen kann, nicht alles wissen kann, nichts glauben kann, man hat es jetzt. Und da sind wir dann eben auch wieder bei der Unzulänglichkeit. Also das Wissen um die Unzulänglichkeit ist ein wichtiger Punkt für die Weisheit. Was mir jetzt noch aufsteigt, also im Zusammenhang mit Durst, die zum Brunnen kommen, sind sie durstig nach Wissen oder durstig nach Leben? Nickt nicht alle, sagt was. Oder nach Weisheit. Es hängt vom, ja, ja. Also. Ja, Durst und Bedürfnisse gibt es ja auch im konkreten Wasser und im subtilen Weisheit und im kausalen Alleinheit, Alleinheitserfahrung. Also Weisheit, ich habe für mich so das Gefühl, ich habe gelernt, ohne Sinn und Verstand, scheinbar bis Mitte 30. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt fängt es an, ohne mein Zutun oder ohne mein bewusstes Zutun, dass sich auf einmal diese Sachen verknüpft haben und dass ich heute sagen kann, ah, das macht alles Sinn. Und weil ich ja, das nachher später gelernt habe oder da, dann jetzt macht das, was ich da 20 Jahre vorher gemacht habe, Sinn. Und da konnte ich erst anfangen, ein Bild draus zu machen aus meinen ganz vielen Puzzleteilen, die ich habe. Vorher war ich, ja, war das ein ganz formales Wissen, glaube ich. Und heute ist es ein ganzheitliches Wissen, was ergänzt ist
Also ich weiß heute manche Sachen einfach, ohne dass ich das erklären kann. Und ich muss es auch nicht mehr erklären. Ich muss nicht mehr wissen, wo es steht. Also wie soll ich sagen? Also ja, das sind so Entwicklungsstufen, die ich jetzt sozusagen so beobachtet habe. Und ich würde das gar nicht Weisheit nennen. Also was ist hinter der Weisheit? Also was ist die nächste Stufe? Ist die Weisheit, du hast gesagt, Anna, das ist die höchste Stufe. Ist es das? Oder kommt da nicht noch was? Also in dem Verständnis, wie es ich formuliert habe, war Weisheit die höchste Stufe. So ähnlich wie fällt mir ein, was vorher kommt, diese Perfektion, die auch das Imperfekte mit einschließt, ist Weisheit das, was auch das Nichtwissen einschließt. Weil wir begrenzt sind, weil wir Menschen sind, individuell und kollektiv. Und wir, ja. Ja, ich habe mir das ja durchgelesen. Ich habe ja das Buch, ich habe es ja schon vor Jahren gekauft und noch nie gelesen. Und weil du das ja letztens reingebracht hast, habe ich ja mal reingeguckt. Nee, das meine ich nicht. Ich verstehe schon, was du sagst. Ich weiß es gar nicht mehr, wie drücke ich es aus? Ich versuche es mal an einem Beispiel, ganz aktuell. Dienstag wollte ich abends meine Termine für Mittwoch bestätigen und klingel nochmal alle durch. Oder gibt ja 1000 Kanäle heutzutage. Und binnen einer halben Stunde sind mir die 3 Termine für Mittwoch rausgeknallt. Und dann wusste ich, am Mittwoch wird irgendwas passieren, dass ich den ganzen Tag frei brauche. Und siehe da, morgens um 8 kam ein Anruf. Mein Kollege meinte, er ist jetzt am Bahnhof, er ist in 75 Minuten in Berlin. Aha. Und dann war mir klar, als der seine Fahrkarte gebucht hat, sind mir die Termine rausgeknallt, der hat dafür gesorgt. Was ist das? Das meine ich. Das ist ja schon Telepathie, das ist eine Mischung aus Intuition. Also das ist für mich die Stufe darüber. Also da habe ich öfter so Phänomene. Das war jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Also, und würde es nicht mehr mit Weisheit erklären und auch nicht mit Nichtwissen. Das ist ich weiß es doch. Ich weiß doch, dass der meinen Terminkalender zerknallt hat, weil der Zeit mit mir haben wollte. Das ist doch kein Nichtwissen. Ich würde sagen, das ist einmal eine Hypothese. Das Wort ist immer gut. Weil ich habe sehr viel jetzt über Synchronizitäten gelesen und über bewusstseinserweiternde Drogen, die ja damals in den 70ern so toll waren. Und es ist mir nur aufgefallen, als Marie Rose das Wort der Alleinheitserfahrung gesagt hat, da war es plötzlich schön still. Und da hätte sich was drin gebildet. Und sowas finde ich wichtig. Also, es gibt Triggerworte, glaube ich, die bestimmte Frequenzen auslösen. Und also die Alleinheitserfahrung auf der Kausalebene ist natürlich eine Herausforderung. Aber trotzdem war plötzlich diese Stille da. Und ja, wenn wir schweigen, ist es wunderbar. Manchmal. Ich grübele jetzt die ganze Zeit weil ich das vorhin gesagt habe, weil das als erstes in mein Gedächtnis gekommen ist als Märchen, weil Märchen sind ja einfach wirklich wichtige Symbole. Was symbolisiert die goldene Kugel, die der Prinzessin in den Brunnen gefallen ist und die sie aber nur der Frosch herausholen konnte, den sie dann an die Wand knallt und daraus wird er dann ein Prinz, was ich ja besonders originell finde. Aber darüber werde ich also jetzt auch noch im Zusammenhang mit Brunnen nachgrübeln. Jedenfalls danke für die Anregungen. Ja.
finde es eine spannende Idee, dass vielleicht Synchronizitäten und das Gespür dafür, dass man und dass auch die Akzeptanz dessen, dass solche Dinge passieren und vielleicht einen Sinn haben, dass das vielleicht sogar noch mal über die Weisheit hinausgeht. Ist nicht Weisheit ein Begriff, der so mehr von griechischer Kultur herkommt und von Gedanken und Diskussionen oder Gesprächen und so, also mehr auf dem Mentalen? Das ist jetzt eine Frage an euch. Und war das Synchronizität überhaupt ein Thema zu jener Zeit? Nee, ne? So die Felder, die existieren können, da wurde noch nicht gesprochen von, ne? Sondern da war, ist Weisheit eigentlich geboren auf einer anderen Ebene, der Begriff. Einfach nur mal so als Gedanke. Und das ist vielleicht nochmals, das finde ich toll, dass du das angesprochen hast, Ramona, dass es möglicherweise noch darüber hinausgehende Dinge gibt oder Begriffe oder Modalitäten. Finde ich spannend, darüber nachzudenken. Ich bin natürlich befangen, weil ich eben dieses mein Raster im Kopf habe. Und mir fällt natürlich schon ein, dass das Totemtier sozusagen dafür steht, ist die Eule. Also insofern ist der Bezug zur griechischen Weisheit schon gegeben. Und ich merke einfach, dass ich beides, ja, wie soll man sagen, ich noch als getrennt sehe. Zum einen dieser individuelle Prozess in den Brunnen, was auch immer reinfällt, entweder man selber oder die Kugel. Das ist sozusagen dieser Prozess. Aber was ich einfach merke, ist der Aspekt dieses Hexagramms 48, der einfach kollektive Lösungen sucht und wo es darum geht, etwas zu teilen. Also wirklich seine Weisheit, das, was du auch angesprochen hast, seinen Beitrag zu leisten, um die beste Lösung für eine gute Zukunft zu finden. Also es geht tatsächlich um ein Dienen. Und das ist auch das Merkmal sozusagen dieser, man sagt Schaltkreis dazu. Das ist ein kollektiver Schaltkreis, in dem dieses Hexagramm ist. Und das geht darum, hier muss geteilt werden. Die wirkliche Aufgabe ist, sein Wissen, seine Weisheit mitzuteilen und zu teilen. Das macht für mich insofern Sinn, als das Wasser ist ja nichts, was du unterteilen kannst, sondern das strömt ja, nicht? Und überall dahin, wo es hinkommen kann, wo es einen Weg findet, füllt es den ja, Raum oder wo immer es hingeht. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass es kollektiv, auf kollektiver Ebene ein Symbol dafür ist. Ja, wunderbar. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine Stunde miteinander darüber geredet. Wollen wir noch weitermachen? Wollen wir ein Checkout machen mit dem, was wir vielleicht als Erkenntnis aus dieser Runde mitnehmen? Also wenn jemand irgendwie eine tolle Idee noch hat, die rausbringen, wo wir noch drüber reden wollen, das ist auch fein. Also vielleicht nur eine Ergänzung, was mir vorher eingefallen ist. Die Weisheit ist auch die Sophia, also die heilige Sophia. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das, was die Sophia in der orthodoxen russisch- oder griechisch-orthodoxen Kirche ist, ist im Katholizismus der Heilige Geist. Also und es ist tatsächlich dort eine weibliche Gestalt, also die Geistin, die Sophia. Ja, das habe ich also schon mehrfach. Und habt ihr was gegen Heilige Geistin? Ich nicht. Alttestamentlich ist sie sowohl weiblich als auch männlich, der Ruach oder die Ruach. Ja. Aber sicher nicht nur männlich. Ja. Wisst ihr, dass Sophia heißt doch dieses, nicht Alexa und Watson, sondern es gibt ja auch eine Sophia, oder? Meine ich mittlerweile. So eine digitale Frau, die da alles macht da. Also, das fand ich interessant, dass man sozusagen in dieser digitalen Welt wieder auf diese alten Namen zurückgeht und die wenigsten Menschen das bewusst wissen, die Bedeutung. Und trotzdem arbeitet man subtil mit diesen alten Bedeutungen.
Das ist spannend. Die Frage ist nur, zu welchem Zweck. Also da wäre ich sehr vorsichtig in diesem Zusammenhang. Und ich würde mir auch nicht von einer Sophia sagen lassen, dass ich die Temperatur höher stelle oder was weiß ich. Also, nein. Also das würde ich nicht gleichsetzen. Aber ich checke aus, weil ich noch was vorhabe. Und ja, also die Transzendenz dadurch, dass etwas in den Brunnen fällt oder aus dem Brunnen herauskommt, das ist sicher ein schönes Thema, das ich noch weiter auch verfolgen werde. Und ich danke euch für diese Anregung. Gute Nacht. Ich wollte nur kurz was, bevor die vorm Auschecken sagen, für mich hat sich da eine schöne Verbindung ergeben, eben zwischen der Weisheit und diesen Synchronizitäten, wo die Ramona, wo du das Beispiel gehabt hast, weil das einfach wirklich, man geht sozusagen in eine gemeinsame Weisheit oder man ist offen für die gemeinsame Weisheit. Weil es kann ja auch sein, wenn die drei Termine abgesagt sind, dann hast du das Vertrauen gehabt, dass da was kommt. Das ist ja schon mal eine starke Kraft. Aber ich kann ja auch ganz offen sein und sagen, hoppala, warum sind die drei Termine jetzt weg? Kann ja irgendwas sein. Aber dieses Vertrauen ist was Schönes, dass da eben was Gutes kommt. Und ich glaube, das öffnet vielleicht auch für so schöne, spezielle Ereignisse wie dieses. Die dann in so eine gemeinsame Weisheit einmünden vielleicht. Ich kann gleich mit einer Synchronizität noch anschließen. Anna hat ja das Thema schon vor ein paar Wochen sozusagen oder vom letzten Termin schon mal ins Spiel gebracht. Und bei mir hat sich jetzt was, und das kann man jetzt eben auch sozusagen das Wissen weitergeben, ja, die Weisheit und so. Und ich bin gerade dabei zu verhandeln, Projekt mit der Beuth-Hochschule in Berlin, ja. Also war ich immer der Schüler. Nein, ich bin ja auch Ikebana-Lehrerin und habe da ja auch ein paar Sachen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich sozusagen bisher mehr als Schüler verhalten, denn als Lehrer, und finde das gerade ganz spannend, dass genau zwischen sozusagen deiner Idee und jetzt dem Termin sich da schon anfing, was zu entspinnen, als ob sozusagen das schon der Impuls sozusagen schon seine Wirkkraft zwischendurch versuchte zu entfalten, wollte ich nur mitgeben, was man so alles auslösen kann. Ja, ich danke euch. Ich finde es immer wieder bereichernd und ja, freue mich aufs nächste Mal. Also Dienstag komme ich nicht, da bin ich schon anderweitig verplant, ja? Ja, mir hat die Moni auch noch den Floh ins Ohr gesetzt mit der goldenen Kugel. Also der ist für mich jetzt auch noch so ein schönes Geheimnis, was es weiter zu bedenken gilt für mich. Und sonst habe ich das jetzt wirklich ein wunderschönes Gespräch gefunden gemeinsam. Ich freue mich, dass ihr eben gehört habt und dass ich dabei sein konnte. Und ich wünsche euch alle viele schöne Brunnenerlebnisse weiterhin. Ich fand, es ist auch sehr inspirierend. Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Und mich beschäftigt tatsächlich auch noch das Bild mit der goldenen Kugel, oder mir ist eingefallen, bei der Goldmarie, da ist die Spindel in den Brunnen gefallen. Das ist tatsächlich etwas, was reinfällt und wo man dann ja, vielleicht seine Tugend unter Beweis stellen muss oder seine nochmal auf Herz und Nieren geprüft wird, sozusagen, ob man die nächste Stufe auch verdient.
das ist gerade das, was noch in mir wirkt und mich wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten wird. Also vielen lieben Dank. Ja, dann mache ich weiter. Danke für euer Zuhören, für euer Interesse. Es ist ja meins und für die Bereicherung eben mit den Geschichten, mit den Märchen, mit den anderen Bildern, weil es war ja wirklich auch die Idee, ich will ja jetzt eigentlich keinen Fachvortrag halten, sondern eben nur gedacht, jetzt bin ich schon 4 Jahre oder ich weiß nicht wie lange dabei und dann kam mir eben die Idee, Mensch, es gibt den Titel eben von dem Hexagramm und Frauen am Brunnen und fand es eben spannend, wie ist der Zusammenhang zwischen dem hier, was mich interessiert, und den Brunnenfrauen, die mich auch sehr interessieren. Und ja, und jetzt kommt auch noch das dritte Element, die Märchen, die Geschichten dazu. Danke. Da möchte ich auch danken. Und zu den Märchen kann ich sagen, dass ich die Goldmarie sehr intensiv bearbeitet habe und dass sozusagen sie auch erfahren hat, wer sie ist. Genauso wie die Frau am Jakobsbrunnen, die hat auch erfahren, wer sie ist. Und so ist, kann man mit sehr viel Leid, was man im Leben erfährt, zu dieser Quelle gehen und man bekommt seine, also die Weisheit, die in einem vorhanden ist, wird einem bewusst an der Quelle. Und das ist für mich eine sehr wichtige Erfahrung, die wir alle erfahren dürfen. Dankeschön für eure Beitrag und für das Zusammensein. Ja. Für mich sind die drei subtilen Kategorien eben, die Anna vorgestellt hat, die habe ich jetzt im Laufe des Gesprächs eben zusammenbringen mit den drei Hauptkategorien, die es auf konkreter Ebene beim Bau eines Brunnen gegeben hat. Von daher bin ich jetzt auch ganz zufrieden. Der Durst nach Wasser, also diese Unzulänglichkeit führt halt zum Bau des Brunnens. Dafür musste man einfallsreich sein. Und der Brunnen wurde dann Treffpunkt für die Menschen und hat die Gesellschaft bereichert und zur Entwicklung der Gemeinschaft beigeführt, was dann eventuell auch zu Weisheit führen kann oder Weisheit fördern kann. Also ist es für mich, ist es jetzt eine runde Sache geworden. Dankeschön. Ja, Dankeschön auch. Ich wollte euch gerade mal ein Bild zeichnen, was mir die Martini geschickt hat. Und vielleicht finden wir da ja die Kugel. Aber das ist ein Mann oder ist das eine Frau, Martini? Sieht mir aus wie ein Mann, weiß ich jetzt nicht. Aber da, guck, da ist ja schon was wie eine Kugel drin und wie was Goldenes. Naja, drei Formen. Ja. Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat. Genau. Speziell. Die Grundformen. Ja. Und was für ein Ungeheuer ist da unten rechts, oder? Das sieht aus wie ein, ja, entweder ein Schaf oder ein Teufel. Martini, was ist das? Ein Esel. Ein Esel. Aha. Ein Esel. Aber das ist in der Malerei, stellt man, weil es hat mit mir zu tun. Ja? Das ist eine Frau, die in tiefer Verzweiflung in den Brunnen schaut und dann kommt sie darauf, dass sie eigentlich viel mehr ist als nur Form. Sie sieht tief in den Brunnen, dass sie über den Form hinausgeht. Und der Esel, das bin ich. Das ist in der Malerei, hat man das Selbstporträt unten rechts oder links dargestellt. Aber ich habe an dieses Bild weitergearbeitet und es ist nicht mehr so, wie es ist. Und das ist eine gute Frage,
dass du sagst, ist es ein Mann oder eine Frau? Ich habe sehr oft, also sie hat einen Quant an, in derselben Farbe, als die in den Quellen ist, ja? Weil ich will eigentlich sagen, sie ist die Quelle. Und also ich darf spielen mit Farbe und Formen, aber im Grunde genommen habt ihr alles, was ihr gesagt habt, ja, kann ich irgendwie mit zustimmen. Und das von Ramona habe ich auch fein gefunden, weil wir erfahren solche Erfahrungen der sechste und siebente Dimension im Leben sehr oft, wenn wir sensibel unterwegs sind. Ja, und dann kann man nur noch staunen. Und diese Frau in ihrer Verzweiflung hat das momentan nicht. Aber sie erfährt dann auch, aha. Und darum lacht der Esel. Heidi, vielleicht könntest du das noch ein bisschen hinauf tun. Er lacht. Der Esel lacht, ja? Ja. Okay, das ist es. Ja, schön, danke dir. Und das freut mich jetzt, dass wir so einen schönen bildlichen Abschluss gefunden haben. Und wie gesagt, vielen Dank. Für mich waren viele Anregungen drin, neue Kombination, neue Wege zu denken, das Wasser mit der goldenen Kugel und die Transformation, aber auch die Reinigung und das Fließen und das Weitergeben auch von also wieder eine Quelle sein, indem man von der Quelle aufgenommen hat. Das waren viele, viele neue Sachen, an die ich noch nie gedacht habe. Und danke euch alle dafür. Darf ich kurz noch was sagen? Ja. Adelheid, mir ist, dadurch, dass das jetzt so persönlich war mit dem Bild von der Martini und eben mit dieser goldenen Kugel und mit der Spindel, die reinfällt, wäre eine Idee, dass man vielleicht das Thema vielleicht noch mehr in die persönliche Ebene bringt, indem wir überlegen, welche Spindel fällt mir rein oder welche goldene Kugel fällt mir rein, wäre ein Vorschlag, was mir jetzt im Augenblick schon interessieren würde, dass es noch mehr in die eigenen Tiefen geht, weil jetzt haben wir sozusagen den Brunnen ausgelotet, aber die eigenen Tiefen schon auch, aber trotzdem denke ich mal, es könnte schon ein Potenzial drin sein. Mhm. Da könnte man ja sehen, dass wir das vielleicht das nächste Mal machen. Okay. Ich hätte jetzt noch einen Wunsch. Ein Wunsch, okay. Ich bin jetzt ganz neugierig, wie das Bild jetzt aussieht, Martini. Ah, ja. Eines muss ich sagen, der Esel steht eigentlich symbolisch für den Körper. Also diese Frau erfährt momentan nur das Körperliche. Ja? Und wir sind ja mehr als der Körper. Und darum habe ich mir selber erlaubt, als ein Esel dazustehen. Ja, also das ist etwas ganz Herrliches, weil es ist so schön, einen Esel malen zu dürfen. Ja? Es ist echt. Wie es jetzt aussieht, ich bin nicht so technisch begabt, um dir das jetzt zu zeigen. Und ich glaube auch, das habe ich nicht im Bild jetzt, also auf dem Computer. Das müsste ich in mein Atelier holen, aber ich kann es dir vielleicht schicken, wenn du interessiert bist, Ramona, dann schicke ich es dir. Okay. Ja, bitte. Ja, okay. Damit ist mir für heute, Marie-Rose, du bist noch entstummt? Oh ja, Dann mache ich das mal zu. Okay, dann verabschieden wir uns für heute, nicht? Und wir sehen uns dann in einem Monat wieder am Brunnen und dienstags im Frauenfeld, wer dabei sein möchte. Okay, alles klar. Tschüss.